Die FDP steht wie ein Mann zur Wurst. Mal sehen, was aus dem Gemüsetag wird. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden und haben deswegen in unserer großen Themensendung heute auch eine überzeugte Vegetarierin zu Gast, Nina von Hagen. Früher hat sie das Gemüse noch geraucht. Der von Hagen ist doch dieser Spinne mit diesen, mit den ausgestopften, um Gottes Willen. Nein, Nina kommt selbstverständlich. So, jetzt aber mein erster und einziger Gast heute. Ich freue mich, dass sie da ist. Sie hat ein paar interessante Meldungen aus ihrem Leben mitgebracht und das werden wahrscheinlich dann hoffentlich die Schlagzeilen von morgen, denn das hat sie noch nirgendwo erzählt. Hier ist Nina Hagen. Kommst du hier mit dem Rolli an? Ja. Besser als mit dem Rollator. Gell? Ja, also. Ich komme mit Geschenke an die Tränke. Das ist gut. Ja, ich lass mal doch nicht lumpen, Tommy. Aber lass erst mal zu. Nicht gleich, dass ich hier bestochen werde. Nina. Hey. Man erkennt dich wenigstens sofort wieder. Ich glaube, ja. Du wirst mit niemandem verwechselt. Nee, aber die Leute fragen mich manchmal in fernen Ländern, was bist du denn für eine Nationalität? Brasilianerin? Polin? Auf Deutsche kommt man selten. Ja. Gestern habe ich hier Hundeklamotten gehabt, aber so ein schönes Halsband hatte keiner von meinen. Das war mehr die Winterausgabe hier. Oh ja, ich habe ja auch ein Lied geschrieben. Ich bin dein Hund. Ruff. Ruff. Right. Aber es ist ein Königspudel. Song. Mensch, Thomas, wie toll. Ich finde das super, dass du hier eine Vorabendspott-Sendung hast. Wir müssen sich nur alle dran gewöhnen. Und endlich brauchen wir nicht mehr rumseppen und nichts Anständiges finden. Because um diese Zeit ist Zappendus im Fernsehen. Nicht mehr. Na, Gott sei Dank. Das muss ich jetzt eingrufen, der Spott hier 1920. Bis unbedingt, wir arbeiten dran. Ich hab dich entsetzlicherweise von Hagen geadelt. Aber ja. das ist dieser andere Spinner da, mit dem hast du nichts am Hut. Nee, ich bin aber auch eine Königin. Aber sowieso. Ne? Das hat man ja in dem ersten Teil von Sieben Zwerge allein im Wald gesehen. Aber ich habe mich ja Königin geübt. Und später, wenn wir in den Himmel kommen, dann sind wir ja alle Könige und Könige. Und du bist ja wieder zurück im Schoß der Christenheit. Du hast dich ja... Ich habe mich taufen lassen. Hast dich taufen? Jetzt gerade erst? Naja, vor ein paar Jahren. Ja? Ich bin jetzt noch ziemlich jung getauft. Das Krishna-Abenteuer ist beendet. Du bist also ein... Ja, habe mich da distanziert, habe da ganz tolle Bücher drüber geschrieben. Ist das die Weisheit des Alters, die dich dazu gebracht hat? Thomas, vielleicht kennst du das noch nicht. Das sind nicht Augustinus-Bekenntnisse, das sind Nina Hagen, ihre christlichen Bekenntnisse. Mhm. Das gibt's auch auf Französisch. Kannst du den Papst bitte auf Französisch mitbringen? Der Papst spricht da Deutsch oder Lateinisch. Ja, aber mit mir kann er mal Französisch. Und dann habe ich dir auch noch eine Fußballbibel mitgebracht. Was? Mit Zeugnissen von Fußballern. Das ist meine Lieblingsbibel, die lese ich zurzeit nur noch. Dann habe ich zurzeit einen Kinospot am Laufen. Lieber, ich dachte, für die Patientenverfügung. Ich dachte, du bringst Geschenke hier, dann bringst du geisteskrank, Nina Hagen ihre eigene Entscheidung. Dann habe ich synchron wieder gemacht, wie damals mit dir und Heidi Brühl und Frank Zander. Guck mal, wer da spricht, ja? Nummer zwei. Wen hast jetzt habe ich einen ganz ernsthaften Kommentator gemacht. Für The Forgotten Space. Aha. Das ist ein Dokumentarfilm über die Containerindustrie. Und mein neues Album, Volksbeat, Nina Hagen und Volksbeat. Das ist ein schöner Titel für ein Album, Volksbeat, Nina Hagen. Du wirst auch nachher noch hier auftreten. Gerne. Ja, wir haben gestern ja unsere kleine Frau Brumfield hier gehabt. Die und 16... meine traditionelle Gospelmucke. Ja gut, also wir sind gut ausgerüstet für den nächsten Teil der Sendung. Aber nicht vergessen, Facebook-Freunde, wir wollen uns auch zum Thema informieren, ob Facebook Schulstunde werden soll. Das ist schön. Ich bin die Supernase hier. Ach, da bin ich beruhigt. Okay, mach mal. Also, du, ach, guck mal. Jetzt hier. Aber. Der Spott sitzt. Wir werden uns gleich nach der Werbung mit unserer Schalte zu einer Pädagogin zum Thema Facebook melden. Und dann werden wir beide über Sex reden. Alle meine Facebook-Fans gucken heute zu. Oh, meine auch. Ja. Da sind wir dreistellig. Ja, lass uns vereinigen. Bis gleich. Bis gleich. Nicht.
Nina und Tommy. Ich wünsche mir so sehr, dass die Automobilindustrie endlich mal zu Potte kommt und uns schöne Elektroautos baut. Solarautos, dann würde ich mich auch selber mal trauen reinzusetzen. Diese ganze Luftverpestung. Und, die Automobilindustrie, die könnte doch loslegen mit gesunden Autos. Wir haben hier alles. Du bist Vegetarierin, ne? Bin ich richtig? Ja, ja, aber ich esse auch manchmal Fisch. Also bin ich quasi keine Vegetarierin, sondern eine Vegequarierin. Ja, ist, aber das ist vergeben. Also ich nach wie vor, zwischendurch muss es mal eine Bratwurst sein. Ich bin Oberfranke. Nina, erstmal vor unserer, wir müssen über Sex reden, das ist ganz wichtig. Du hast dich entschlossen, im zarten Alter, für den Rest deiner Tage kann das so sein, auf Sex zu verzichten. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das kam so ganz natürlich an, dass der liebe Gott das so gefügt hat, dass ich keine Sehnsucht mehr nach einem Ehemann verspüre. Ja, Ehemann und Sex sind ja auch noch zwei unterschiedliche Dinge. Nein, überhaupt nicht. Love and Sex. Liebe und Sex. Love and Romance und Sex. Und es ist doch, also du, ist du doch glaubst, du sacred. Für tatsächlich, so weit bist du. Na, das kommt ganz natürlich, Thomas, in meinem Alter. Ich warte jetzt darauf, dass ich mal eine Großmutter werde. Du hast es ja schon geschafft. Außerdem aber das bist ging du ja, auch ja nur schwer verheiratet. Ja, stimmt. Und, na, ich wäre auch kein Typ für dich. Du hast doch immer sehr viel jüngere Kerle gehabt. Das stimmt ich doch gar nicht. Ich war doch auch mal sehr viel jünger. Als ich mal sehr viel jünger war, da waren die Lebensabschnittspartner auch ein bisschen jünger. Viel jünger. Nein, ja. Ich habe auch einen Lebensabschnittspartner in derselben Altersgruppe gehabt. Nun, verurteile doch nicht so meine Zusammenfügung. Ich war ja immer neidisch. Ich habe doch immer nur gesucht, wo Kerle. Ist denn die Liebe? Die Liebe, die Liebe. Und ich habe die Liebe gefunden in etwas, was keine Sexualität jetzt mehr so also, da mit dem Partner. Ist das eine Meldung? Nina lebt jetzt. Aber es weiß doch schon jeder, dass echt? Na, ja. Ich habe es heute mit Schrecken erfahren. Oh, so, der. Vielleicht findest du ja natürlich den neuen Partner, wie viele andere inzwischen auch im Internet. Ich will aber keinen Mann mehr. Na, ja, nein, also komm, geh bitte nicht auf. Also, Internet, Facebook, da kann man vernünftige Sachen machen, aber auch sehr viel Blödsinn. Und offensichtlich, und da gebe ich Christina Schröder völlig recht, sind ja manche Kinder völlig überfordert mit dem, was bei Facebook geht und labern sich dort um Kopf und Kragen, indem sie alles, aber auch alles ins Netz stellen, was eigentlich keinen was angeht. Und dazu begrüße ich jetzt Gerlind Fischer. Gerlind, guten Abend. Hallo, guten Abend, Herr Gottschalk. Sie sind stellvertretende Rektorin am Otto-Nagel-Gymnasium in Berlin. Und ich sehe, dass ihr natürlich, was die Technik betrifft, gut aufgestellt seid. Denn hinter Ihnen stehen eine Menge Laptops. Aber ist die Idee von Frau Schröder für Sie eine neue? Oder habt ihr bereits, sagen wir mal, das Thema Facebook mit den Schülern auf dem Radar? Grundsätzlich natürlich. Seitdem wir als Schule uns mit Medien auseinandersetzen, ist Facebook ein Thema, ganz klar. Für uns ist auch wichtig, dass Schüler nicht nur auf Facebook fokussiert werden. Auch wir wollen Medienerziehung, Medienkompetenz viel früher ausprägen. Wir sind der Meinung, dass gerade auch jüngere Schülerinnen und Schüler auch ab dem 5. Jahrgang bei uns auf Möglichkeiten, große Möglichkeiten des Internets hingewiesen werden sollten und natürlich auch auf mögliche Gefahren. Und das geht nicht alleine als Schule. Ja. Ja? Ja. Woher kommt es, dass Jugendliche und Kinder jegliche Form von Hemmung aufgeben und etwas, was sie vielleicht in einem privaten Gespräch einem Gegenüber überhaupt nie erzählen würden, gnadenlos ins Netz stellen und sich natürlich teilweise damit selber schwer schaden? Ich denke, das ist genau der Punkt, den Sie angesprochen haben, weil das Gegenüber fehlt. Das persönliche Gesicht ist nicht da. Es ist ein Monitor, es ist etwas ganz Unpersönliches. Es wird in die Tastatur hineingeschrieben. Und ich bin der Meinung, dass damit diese soziale Kontrolle, die sich in Gesprächen ergeben würde, fehlt. Aber nun Schule, also Pädagogik gegen die Versuchung des Facebooks. Sehen Sie auch den Ansatz einer Chance für Sie, dass Sie das, was Eltern nicht schaffen, was eigentlich niemand schafft, dass die Schule heute noch etwas leisten kann, nämlich zu sagen, Vorsicht, springt da nicht in den Abgrund. Ist das noch leistbar? Ich glaube, der Ansatz, den wir fahren, ist ein etwas anderer. Wir versuchen nicht gegen Facebook zu sein oder gegen soziale Netzwerke, sondern zu schauen, dass wir die Möglichkeiten mit den Schülern besprechen und natürlich auch die Dinge, die sich als Konsequenzen aus unvernünftigem Verhalten ergeben könnten, zu bedenken. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, wenn man selbst zum Beispiel ein Konto bei Facebook hat,
Weil nichts ist schlimmer, als über etwas zu sprechen, von dem man keine Ahnung hat. Mhm. Ich bin ja inzwischen soweit. Ich kriege natürlich jetzt auch hier dauernd reingeblinkt, dass unsere User gesagt haben, wir brauchen Facebook nicht im Unterricht. Es geht ja auch nicht darum, dass sie es bei euch lernen sollen, sondern sie sollen ja lernen, wie sie damit umgehen. Aber da scheint eine gewisse Bockigkeit zu sein. Lasst uns Facebook und Schule nicht miteinander vermischen. Es ist ein Argument auch bei uns im Kollegium. Wir haben darüber nachgedacht, das Fach Medienkunde als richtiges Unterrichtsfach einzuführen. Mhm. Und Kollegen waren der Meinung, in einem klassischen Unterrichtsfach wird es Noten geben. Es kann durchaus möglich sein, dass wir das, was wir erreichen möchten, nämlich das Ausbilden von Medienkompetenz, gerade durch das Verbinden mit einer Benotung, gar nicht in die richtige Richtung bringen. Das halte ich ebenso für vernünftig. Dann bedanke ich mich, Gerlind. Alles Gute und schöne Grüße an die Schüler morgen. Wir haben drüber gesprochen. Vielleicht hast du ein oder andere ja gesehen. Servus. Auf Wiedersehen, müsste ich sagen. Und grüß Gott musste ich in dem Fall nicht sagen, weil es keine bayerische Schule war. So, Nina. Ich bin auch eine Botschafterin von einer wunderbaren Schule in Berlin-Hellersdorf. Die Arche-Schule ist eine evangelische Schule und zurzeit werden noch Lehrer und Erzieher gesucht. Also wer da gerade die Ohren am Fernseher hat. Gab es ein Lehrerkollegium, das sich auf dich als Botschafterin geeinigt hat? Es gibt doch, da sagt Nina Hagen, hab ja eine Meise für unsere Schule. Schau mal, wie die... Thomas, müsstest du mich doch besser kennen. Ich kenne dich ja besser, aber die Lehrer... Ich bin eine ganz liebe, nette Berlinerin, die natürlich nicht auf den Mund gefallen ist. Und bist du im Lauf? Würdest du sagen? Nicht, warum du so... Nee, aber wir sitzen doch im gleichen Boot. Ja, wir beide haben doch, wie wenige andere Menschen, das Glück, nicht so richtig erwachsen werden zu müssen, oder? Ich meine, ich bin ja schon... Aber, guck mal, ich sehe ja schon aus wie ein Bürohengst hier aber inzwischen. Thomas, aber Thomas, ich bin doch eine hart arbeitende Künstlerin. Ich gehe auf Tourneen, ich stehe meinen... Stehst deine Frau, wirst auch gleich bei uns. Meine Musiker, aber ich bin doch ein hart arbeitender Künstler. Ich bin auch ein Songschreiber und ich bin... Die Kinder lieben mich und die Lehrer auch und ich sehe überhaupt kein Problem. Und so eine Frage verletzt mein sanftes Herz. Nina, dann deine sanfte Stimme höre ich immer gerne. Hast du mal geraucht irgendwann? Oho. Ja, das, leider. Das ist für dich nicht so schlimm wie für Kerle. Auch das wollte ich noch loswerden. Männliche Raucher bauen geistig schneller ab, habe ich heute in der Welt gelesen. Oha. Es gab eine Untersuchung, und zwar unter 2500 Frauen und Männern an der University College of London. 25 Jahre haben die das getestet und die männlichen Raucher haben das Hirn wesentlich schneller verpafft als die weiblichen. Woran kann das liegen? Wahrscheinlich rauchen die mehr. Oder schneller oder hektischer, aber nee, auf jeden Fall ist also das Hirn bei den Herren schneller verpufft als bei den Damen. Vielleicht haben auch die Damen mehr und es ist mehr übrig geblieben. Apropos Damen, die mehr haben, meine Freundin Kathi Witt, jetzt kommen wir zu einer modischen Bewertung, hat in England wieder die Fresse voll bekommen. Wir haben sie ja neulich erst hier bei uns gehabt, um sie zu trösten, weil die Engländer sie ausgebuht haben, weil sie falsches Englisch gesprochen hat. Jetzt hat sie, nein, das ist es nicht, jetzt hat sie den falschen Ausschnitt getragen. Zum Beispiel. Also auf unsere Kathi sind sie losgegangen. Sie hat zu viel Dekolleté im Fernsehen gezeigt. Und hier, bitte, das ist doch ein ganz zartes Dekolleté. Da kann man überhaupt nichts sagen. Und man muss sagen, guck, die Engländer hier in ihren Gazetten da, da haben sie nichts anderes als nackte Weiber. Wenn man das mal aufmacht, hier, bitteschön. Ich meine, das ist weniger als bei der Kathi und sie zeigt mehr. Aber uns wieder Vorwürfe machen. Hier, und mein Freund Karl Lagerfeld hat gesagt, Adele ist zu dick. Das wundert mich. Die Best Ditto findet er auch toll. Also insofern, auch die Engländer kümmern sich um uns. Aber wir schlagen zurück. Wir haben gestern in einem englischen Pub folgende Szene beobachtet. Ich schwöre, man erkennt das auch an diesem Bier. Das Bier schäumt dort nicht, aber... Oh, das hat Nina jetzt nicht gesehen. Also nochmal, das Englische, zeig nochmal. Ich bin neulich auch nackig ausgezogen worden an der schwedischen Grenze. Aber nicht so. Von da. Einer schwedischen Grenzpolizistin bin ich nackig ausgezogen worden. Von echt? Ja, ich habe mich bei Silvia und König Gustav beschwert. Ich werde auch nächstes Mal... Naja, ich bin in Göteborg angekommen. Ich habe mein französisches und deutsches Buch ist auch in Schwedisch draußen. Ja. Wollte ich zur Buchmesse. Hatte auch zwei Kirchenkonzerte. Ja, muss ich mich vorher nackig machen. In meinem hohen Alter, Tommy. Und das soll Europa sein? Weil ich zu dem Drogenhund Hutschikutschi gesagt habe und wahrscheinlich viele Pipi Langstrumpf bunte Sachen in der Zöppe hatte. Da hat die Frau, die junge Grenzbeamtin Nina Hagen, noch nicht gekannt und dachte,
Pippi Langstrumpf, es kann nur eine geben. Und wo ich da mit meinem Gedöns ankam, war der das too much. Und die dachte wahrscheinlich, ist das ein Drogenschmuggler oder irgendwas. Ja, aber nichts, ich war völlig unschuldig, aber wurde nackt gemacht. Das. Ja, habe ich gleich ein Lied drüber geschrieben. Mit Recht. Ausgerechnet die Schweden, ich dachte, die sind so liberal. Mit ja, das ja, ja. Na gut, die Engländer noch ein letztes Schweinethema hier. Folgende Geschichte. Eine junge Frau in England, auch solche kleinen Geschichten wollen wir Ihnen ja erzählen, hat sich ein Minischwein gekauft, hat 420 Pfund dafür gezahlt und man hat ihr gesagt, das ausgewachsene Schwein wäre dann so groß wie ein Pudel. Wir haben die junge Frau mit ihrem Schwein kürzlich fotografiert. Also die Frau hat die gleiche Größe behalten, aber von einem Pudel kann keine Rede mehr sein. Ach ja. Du Liebe, der ist ja riesig. Ja, das, aber du hast auf dem rosa Teppich, die sollen ja sehr reinlich sein. Ach du. Als Minischwein, sei vorsichtig beim Einkauf von Minischweinen. Oh boy. Würdest du auch nicht machen, Nina. Nee. Hast du Tiere? Also ich bin ja jetzt in den hohen Norden gezogen, aufs Land in die Nähe von meiner Tochter. Wir sind jetzt familienmäßig Farm, auf Eierfarm. Cosma, bist du auf den Kontakt? Yes. Na, wir leben zusammen, ja, auf dem Lande. Wir haben uns wieder zusammengetan, die ganze Familie. Und klar wünschen wir uns Tiere. Und wir haben jetzt schon Katzen. Und da kommen bestimmt noch ein paar so Nutztiere dazu. Ja, aber kauft ihr Schäfchen. Aber legt ihr nicht... Eine Kuh. Eben, ja. Du darfst aber dann keine Tiere zulegen, die auch im Zölibat leben, sonst wird das nichts. Es reicht, wenn die Chefin jetzt aufgegeben hat. Ja, Hauptsache das Dekolleté sitzt richtig. Sag mal, du hast ja gesagt, du würdest Musik machen, was ich toll finde, nachdem wir gestern ja... bereits hier Live-Musik hatten. Das ist etwas aus deiner neuen Produktion. Ein Tässchen Kaffee. Hat das was mit Bob Dylan zu tun? Ja, yeah. Ich habe ganz viele amerikanische, super schöne Sachen ins Deutsche rüber übertragen. Mhm. Wie so früher alte Bibelübersetzer. Habe ich mir ganz schöne alte amerikanische Sachen gesucht und auch einen Solomon Berkey ins Deutsche übersetzt. Und das sind also viele von solchen... Weil wir so eine sparsame Sendung sind, haben wir das Tambourin von gestern schon wieder zurückgegeben oder irgendwo in die Pfandleihe. Haben wir eine bestimmte ich kann nur C-Dur, F-Dur, nee, das ist... Dein Atem ist so zuckersüß, dein Zweiäugelein wie Himmelsedelstein, dein Rücken gerade, samt weicher Haare, du bist so zum Küssen auf deinem Kissen. Doch ich erspür überhaupt kein Interesse, weder Liebe oder Dankbarkeit. Mit mir hast du nichts am Hut, denn du gehörst der Sternenglut. Und noch ein Tässchen Kaffee mit auf den Weg. Und noch ein Tässchen Kaffee, bevor ich geh ins tiefe Tal, wo ich dich nimmer wieder seh. Yeah, 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 yeah. Wo, 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 wo. Schwesterchen, kann in die Zukunft schauen, genau wie du und deine Mama. Ihr habt nie gelernt, zu schreiben, zu lesen. In eurem Regal sind nie Bücher gewesen. Doch eure Lust am Leben, die kennt keine Mauer. Ach, mein Herz ist tief am Erschauern. Dein Blick ist weit und unsagbar schwer und so tief wie das Meer. Und noch ein Tässchen Kaffee mit auf den Weg. Noch ein Tässchen Kaffee, bevor ich geh ins tiefe Tal, wo ich dich nimmer wieder seh. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Noch ein Tässchen Kaffee mit auf dem Weg. Und noch ein Tässchen Kaffee, bevor ich geh ins tiefe Tal. So, jetzt sind wir schon mit unserem Hinweis auf morgen dran. Nina frisst sich durch die Zeitung.
Ja, wir haben ja hier große Bollywood-Partys geplant. Mir wurden Tausende von Frauen versprochen, die auf der Straße klatschen, wenn ich komme. Aber alle sollten nur für Shah Rukh Khan da sein, weil Shah Rukh Khan da sein sollte. Nun ist er aber nicht da. Krank ist er geworden. Och, ja, ist doch normal bei diesen Temperaturen. Aber gut, für Mumps oder Scharlach, die berühmten Inderkrankheiten. Ich weiß nicht, welche er von beiden hat, aber Eva Partberg, wo man denkt, die dünnen Mädels, die werden sofort umgeblasen, weil vielleicht die kommt. Die ist gesund und munter. Shah Rukh Khan kommt leider eben nicht nach Berlin, vielleicht am Wochenende. Aber Oliver Kalkofe haben wir zum Thema Berlinale und zum Thema Film. Und ansonsten werden wir wieder morgen eine muntere halbe Stunde verleben. Leider nicht so munter wie heute. Nein, und ich gehe auf Deutschland, Tommy. Ja. Und noch einmal, was ist Volksbeat? Volksbeat. Nina Hagen und die Volksbeatles. Volksbeetle. Ich bin morgen zur Volksbelustigung wieder angetreten. Jetzt haben wir unseren schönen Gemüseteller nicht gegessen, aber ich wünsche Ihnen beim Abendbrot jetzt gleich guten Appetit. Servus, bis morgen. Ich bin viel zu aufgeregt, um jetzt zu essen. Auf Wiedersehen. Ein Podcast von das Erste.de.